Wenn ihr spricht nicht mal unsere Sprache, wir wissen noch gar nicht, was das für einer ist. Linda. Wir haben ihn reingelassen. Mario, ich finde das wirklich mutig und toll. Das ist kein Obdachloser, sondern ein Flüchtling. Barbara kocht ja nur vegan. Also es geht jetzt hier ja gerade wirklich nicht um alles Elend der Welt. Paul? Wir passen nicht zusammen. Wir sind anders als die anderen. Wir denken anders als die anderen. Wir sehen anders aus als die anderen. Wo kommt er denn her? Naja, wahrscheinlich Afrika. Ihr wisst nicht mal, wo der herkommt. Ihr wisst nicht mal, wie der heißt. Aber er ist das personifizierte Elend der Welt. Das wisst ihr. Für mich ist er eine Metapher. Ein Pass pro Toto für die Unterdrückten dieser Welt. Na, 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 wir sind hier. Kein Platz mehr sonst. Wir sind glücklich. Kein Platz mehr sonst. Wer zu uns rein will, muss sich engagieren. Wer bei uns bleiben will, muss sich integrieren. Ich kann mich nicht erinnern, irgendwas gegen deine Gutmenschenscheiße an sich gesagt. Ah, deine Gutmenschenscheiße! Darum geht's. Mann, worum? Na, dass wir besser sind. Weil der Afrikaner unser Wissen nicht hat. Weil er nicht weiß, wie es geht. Weil das ist nämlich Rassismus. Und zwar uns gegenüber. Die Mühe, die hinter all dem Wohlstand steckt, die sehen die ganzen Bobos nicht.